Moin moin allerseits, wir spielen wieder Fallout 1 und wir sind in Junktown. Ja, was ist passiert? Dieser Herr hier, Killian, der Bürgermeister der Stadt und der Sheriff, wurde angegriffen von diesem Herrn hier, von Kenji. Und der hat kurz vor seinem Angriff gesagt, mit Grüßen von Gizmo. Jetzt ist es so, Killian hat gesagt, ich darf mir hier alles im Laden aussuchen, egal wie teuer es ist. Der einzige Haken daran ist, ich muss Gizmo überführen, beziehungsweise ich muss ihm Beweise dafür bringen, dass der Anschlag von Gizmo geplant wurde. Gizmo selbst kenne ich ja noch überhaupt nicht, aber ich habe mich bereit erklärt, gierig wie ich bin. Und dann wollen wir mal gucken, was wir daraus machen. Das nehmen wir schon mal mit. Sowas kann nie schaden. Oha. Ah ja. Killian hat gesagt, er kennt zwei Wege, wie wir das machen könnten. Nummer 1. Wir platzieren eine Wanze im Büro von Gizmo. Oder wir bringen ihn dazu, praktisch das Ganze zuzugeben, also wir sprechen ihm und nehmen es auf. Und ich glaube, dafür hat er uns diese beiden Dinge gegeben. Einmal die Wanze. Ja. Und ein Aufnahmegerät. What's electronics? Plug it for me. Nee, play it for me, tape record. Place and record the standard 30-minute high-density recorded once tapes. Weights 5 pounds. Ja, wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall haben wir schon mal zwei Wege vorgegeben. Möglicherweise gibt es noch einen anderen Weg. So. Okay. Was für Munition ist da drin? Gar keine. Scheinbar. Ja. Ein Gewehr ohne Munition. Na gut. Was? Wie gut ist denn das? 8 bis 20. Oh, okay. Ach Moment. 223, die haben wir doch. Da haben wir sie. Nee, das ist 44er Munition. Da ist es doch. 223. Wir haben Munition für das Ding. 140 Schuss. Alles klar. Dann würde ich doch mal sagen, laden wir den Koffer. Und machen uns auf den Weg. So weit. Noch. Rüsten wir die nicht aus. Außerdem, wir sind ja aufgestiegen. Also machen wir den Aufstieg auch nochmal. So, was können wir verteilen? Wir haben hier 16 Punkte und das war's, so wie ich sehe. Also, das werden wir brauchen. So. Was nehmen wir noch? Sneak wäre, glaube ich, ganz gut. Besonders bei dem Auftrag, den wir jetzt bekommen haben. Aber ich bin ja im Moment zur Zeit jedenfalls noch nicht so wirklich der große Schleicher. Ich werde lieber ein bisschen noch auf Reden packen. Vielleicht kann ich dadurch Gizmo, ja, vielleicht kann ich ihn dadurch oder dazu bringen, tatsächlich zu bestehen. Gucken. Repair, ja. Repair wird noch sehr wichtig werden. Also machen wir ein bisschen Repair. Lockpicks.
eigentlich alles wichtig. Je nachdem, wie man die Aufträge lösen möchte, alles wichtig. Naja. So, dann. Auf geht's. Hier ein Comet, Comet. Was ist das denn für ein Gebäude? Das haben wir ja auch noch nicht erkundet, ne? Ein Hotel auf jeden Fall. Wer ist das? Eine Wache. Nichts weiter von Bedeutung also. This is the sign of the Crash House. Okay, also Crash House Hotel. Ah, hier war es nur ein Hotel. Nichts weiter. Eine Tür. Die ist sogar offen. Wenn die Tür offen ist, dann gehen wir auch rein. Wir machen die Tür wieder und uns zu. So, wenn wir hier schon alleine sind, können wir doch bestimmt uns ein bisschen umgucken. Nein, Ian, was machst du? Die Tür soll zu sein. Boah, das gibt's ja gar nicht. Warum bleibst du draußen? Und tschüss wieder auf. Hast du nicht gelernt, die Tür zuzumachen? Nein! Verdammt, zu schnell. Na gut, nichts im Regal drin. Ian, komm doch mal hier rein. Komm doch mal hier rein. Hierher. Komm hierher. So, jetzt mache ich die Tür zu. Naja. Vergebliche Liebesmühe, war in nichts im Raum drin. Wer ist das hier? Pody Shaperly Woman. Hm? Wer ist das? A tough looking woman. Okay. Du harte Frau. Dann sag mir mal was. Welcome to the Crash House. Willkommen im Crash House. Wie kann ich dir helfen, Fremder? Ja, ich schaue nach Wasser. Ich möchte schlafen, ich möchte übernachten. Ich suche Informationen. Ich möchte erstmal handeln. Okay, sie hat Schrotpatronen. Dann hat sie wahrscheinlich auch eine Schrotflinte. Na gut, ich möchte nicht schlafen, ich habe gerade geschlafen. Wasser suche ich gerade auch nicht, aber Infos sind immer gut. Okay, ich bin nur ein Hotelmanager. Also, frag nicht zu viel, erwarte nicht zu viel von mir. Okay, hier sind 50 Dollar oder 50 Geld, eigentlich sind es ja Kronkorken. Tell me what you know, sag mir was du weißt. Ich habe glaube ich nur 60 Kronkorken. Dass das wert ist, ich gehe mal das Risiko ein. I know you are... I don't do the gossip thing, okay? Come back if you want to. Na toll. Jetzt weiß sie, dass ich um 50 Kronkorken ärmer bin. Sonst weiß sie nichts. Und ich soll zurückkommen, wenn ich einen Raum haben möchte. Ja, voll. Das hat sich ja gelohnt. Was ist das hier? Kühlschrank. Mhm. Coca-Cola. Iguana on the Stick. Iguana on the Stick. Okay, das hier ist natürlich tatsächlich ein
Leguan oder sonst was. Ob das hier ein Leguan ist, weiß ich nicht. Nach dem, was Doc Morbid da veranstaltet. Fruit. Na gut. Ich frage mich, was passieren würde, wenn ich jetzt hier was rausnehme. Ob ich das bezahlen muss oder ob ich das so... Ich teste es einfach mal. Gib mir eine Nuka-Cola. Nichts ist passiert. Okay, also ich weiß noch nicht, was hier in diesem Hotel abgeht, aber... So, a Waitress. ZZZ. Die schläft. A Waitress, die schläft. Ist sonst noch was in dem Zimmer? Menschen schlafen hier im Stehen. Das Zimmer ist sonst leer. Nächstes Zimmer. Ich habe so das Gefühl, dass in diesem Hotel, dass das hier die Raiders sein könnten. Also die Skulls. Hi darling, how are you doing? Okay, bye. Just fine. But I could be better. Jo. Könnte besser gehen. Maybe I can help you with that. Ja, vielleicht kann ich dir damit helfen. Das ist eine Prostituierte. Maybe you can. How much do you charge? Also wie viel nimmst du? Wie viel Gott? Also wenn du fragen musst, mehr als du dir leisten kannst. Vielleicht nächstes Mal. Okay. Also das ist definitiv eine Prostituierte gewesen. Wir hätten uns ein Schläferstündchen hier kaufen können. Hätten wir unser Geld nicht an dich hier, an Marcellus verschenkt. Vielleicht hätten sie uns leisten können, sie hätten den Preis nicht gesehen. Auch ein leerer Schrank. Ist hier in der Ecke irgendwas? Ist hier was? Nein. Noch ein Räumchen. Also dieses Crash House Hotel ist wahrscheinlich eher ein Crash House Bordell. Naja. Irgendwie muss man ja über die Runden kommen, ne? Ja, das Ganze sucht mich überhaupt keinen Sinn, weil ich überhaupt gar nichts finde. So, wer bist du? Gangmember. Okay, das hier ist tatsächlich eine Gang. Das müssten die Skulls sein. Skull, ja, so. Steht hier schon, Skulls Gang. Na gut, dann sag mal irgendwas. So, wer bist du und was machst du hier? None of your business. Geht dich gar nichts an? Nee, ich bleib nett. Apparently so. Since everyone knows that this is the territory of the Skulls, you would better beat it before someone decides to hurt you. Yeah, I knew that. I'm just hanging out. So, ich habe das Gespräch mal abgebrochen. Ich werde es gleich wieder neu ansetzen. Denn ich habe einfach gesehen, dass unsere Zeit vorbei ist. Das heißt, wie das Ganze hier weitergeht und ob wir mit dieser Gang noch irgendwas machen werden oder nicht, oder vielleicht später machen werden, seht ihr in der nächsten Folge. Und ich sag, bis dann!